Heyo, ich bin Tommy Something und das ist meine Top 5 der besten Lego Games und ich bin immer noch nicht umgezogen. Diese Top-Liste haben sich ja einige von euch gewünscht und leider kenne ich mich nicht ganz so gut aus mit Lego Games und deswegen habe ich mir einen Experten geholt. Hi, ich bin Experte. Ich bin Experte? Ja, du bist der Experte. Oh, ich bin Experte. Das ist eine ganz komische Höhe, auf die du das gestellt hast. Ich kann es mal ein Stück höher stellen. Ja, den guten Batz kennen ja einige von euch über Moviepilot, wo ich auch moderiere. Und du bist leidenschaftlicher Lego-Fan, nicht wahr? Ja, ich mag die Spiele sehr. Ja, genau. Und was das Besondere an dieser Top-Liste ist, das muss man dazu sagen, wir konzentrieren uns nicht so sehr auf die Handheld-Games eigentlich. Ja, obwohl das eigentlich total toll ist und PS Vita bietet auch eine gute Möglichkeit, technische Voraussetzungen, die Spiele eigentlich genauso gut wie auf der PS3 zum Beispiel zu machen. So viel weniger Power hat die auch nicht. Das Problem ist, die sind gekürzt oder viele der Lego-Games sind einfach deutlich gekürzt worden gegenüber der Konsolenversion. Ich glaube, hat mir mal jemand erklärt, es liegt daran, dass das Ganze erst immer für das 3DS oder für Nintendo DS umgesetzt wird. Das Ding ist halt technisch ein bisschen mager ausgestattet und dann kürzen sie da halt ein und dann portieren sie diese eingekürzte Version nochmal für die Vita und ich habe mir leider irgendwie mal Lego Jurassic World da irgendwie gekauft und da war ich dann doch irgendwie etwas überrascht, als ich dann hinterher die Konsolenversion gespielt habe. Oh, die Cutscene ist ja viel länger. Oh, da ist ja ein ganz anderer Abschnitt drin und dachte dann, fuck you, nie wieder Lego Games auf irgendeinem Handheld. Ja, leider. Und falls ihr darauf besteht, die Games irgendwie unterwegs zu zocken, dann könnt ihr ruhig zum Handheld greifen. Ja, es macht trotzdem noch Spaß, aber es fühlt sich einfach blöd an, wenn du das Gefühl hast, da fehlt was im Vergleich. Jetzt wollen wir aber keine weitere Zeit verlieren. Weiter geht's mit der Top 5 der Lego Games. Und los geht's mit... Das ist mein Finger. Oh. Nummer 5. Mit das Erwachen der Macht kommt jetzt das neueste Lego-Game heraus. Angefangen hat aber alles 2005 mit dem Game, das den Erfolg von Lego-Film-Games begründet hat. Lego Star Wars. Noch einen draufgesetzt hat jedoch Star Wars The Complete Saga, also Episode 1 bis 6. Die komplette Star Wars-Saga im Lego-Format sieht nicht nur klasse aus, sondern besitzt auch eine Menge Humor und Charme. Ja, selbst die Prequels konnten dadurch aufgewertet werden. Was vielleicht auch daran liegt, dass die Lego-Figuren dort nicht gesprochen haben. Die Lego Star Wars-Saga macht damit den 5. Platz. Nummer 4. Auf geht's nach Hogwarts. Die Lego Harry Potter Games sind unterteilt in die Jahre 1 bis 4 und 5 bis 7. Sie orientieren sich an den Film, ohne dabei ihren ganz eigenen Lego-Witz zu vergessen und kommen mit einigen Überraschungen um die Ecke. Und auch wenn es lustiger zugeht als sonst, das Ende von Lord Voldemort sieht in der Lego-Version deutlich brutaler aus als im Film. Wer Lust hat, die Hallen von Hogwarts mit Harry und Co. zu erkunden, der sollte sich die Lego Harry Potter Reihe ansehen. Mein Platz Nummer 4. Nummer 3. Batman ist hart, Batman ist brutal, Batman ist männlich und als Lego-Version verdammt witzig und niedlich. Die Lego-Batman-Reihe hat nicht nur gezeigt, wie gut eine eigenständige Geschichte mit bekannten Charakteren im Lego-Universum sein kann, sondern auch, dass die Fledermaus genauso viel Humor hat wie sein Erznemesis, der Joker. Mit jeder Menge Charakteren, Kostümen und typischem Lego-Spaß erwartet euch mit der Batman-Trilogie eine verdammt unterhaltsame Reihe. Und das Beste ist, im 3. Teil könnt ihr sogar als der 60er-Jahre-Batman die Schurken verprügeln und werdet sogar vom Originalschauspieler Adam West synchronisiert. Ziemlich awesome. Die Lego-Batman-Reihe dann damit auf dem 3. Platz. Nummer 2. Toys to Life nennt sich der Trend der letzten Jahre in der Gaming-Welt und nach Skylander, Amiibos und Disney's Infinity hat Lego beschlossen, mit Lego Dimension auf den Zug aufzuspringen. Dort erwarten uns gleich mehrere Film- und Serienuniversen. Neben Lego-Movie-Charakteren wie zum Beispiel Wildstyle und Batman kommen Doctor Who und Doc Brown als Zeit- und Dimensionsreisen hinzu, dürft ihr mit dem Portal-Pack erneut gegen GLaDOS und Aperture antreten oder euch mit Homer in Springfield vergnügen. Dazu kommen noch haufenweise Figuren aus anderen Franchises wie Scooby-Doo, Wizard of Oz und Herr der Ringe. Wie immer bei Toys to Life ist es natürlich nicht billig, denn neben dem Basisset müsst ihr für alle anderen extra zahlen. Ein günstiger Spaß ist Lego Dimensions nicht, dafür sind die meisten Game-Welten aber auch extrem liebevoll gemacht. Der Clou gegenüber anderen Toys to Life Games, während ihr bei Skylander und Co. die Figuren nur einmal auf die Portal-Plattform stellt, um sie ins Spiel zu beamen, müsst ihr bei Dimension aktiv damit spielen. Das bedeutet, einige der Rätsel sind nur zu lösen, wenn ihr die richtige Figur im richtigen Moment auf das richtige Spielfeld des Dimensionsportals stellt. Und natürlich müsst ihr, ehe es losgeht, erstmal zum Masterbuilder werden, denn am Anfang habt ihr erstmal nur einen Haufen Lego-Steine. Lego Dimension ist damit der Platz Nummer 2. Und Nummer 1 ist... Lego Marvel Super Heroes ist meiner Meinung und der vieler Fans nach das beste Lego-Game. Nicht nur besitzt es eine eigenständige Story mit unzähligen Marvel Superhelden, die alle spielbar sind, nein, auch der Humor ist ungeschlagen. Von Thor zu Spider-Man über den Hulk, alle sind sie vertreten und natürlich darf auch Stan Lee nicht fehlen, der sich einfach mal so in den Hulk verwandeln kann. Großartiges Timing, tolle Sprecher und originelle Ideen runden dieses Game ab und wer wollte nicht schon immer als Mini-Lego-Iron-Man durch Lego Manhattan fliegen? Das beste Lego-Game und sogar eines der besten Superhelden-Games. Lego Marvel Super Heroes bekommt von mir den Platz Nummer 1.
With great power comes great responsibility. Hey ho, ich bin Tommy Something und das ist meine Top 5 der besten Star Wars Games. Der Vorschlag, diese Top-Liste zu machen, kam mal wieder von euch. Und zwar von Dr. Suchti, Lars Neu und die GMC Gamer bzw. die GMC Gamer. Wie soll ich den Namen aussprechen? Schreib es mir in die Kommentare.